meine Lieben, und willkommen zur neuen Folge. Ja, was ist denn heute für ein Tag? Ja, Leute, tut mir leid, in letzter Zeit kam keine Videos. Ich hatte einfach keine Zeit, um Videos zu drehen. Jetzt hoffe ich, geht das normal weiter. Ich hatte viele Abschiedsparty, Abschiebungspartys und viele haben geschrieben, yo Gio, mach doch mal mehr Vlogs und mach doch mal wieder Baustellen-Stories. Also haue ich hier jetzt eine Baustellen-Story raus. Das war an einem 22. Novembertag 1958. Ich hatte, wenn ich vergessen, Altona hatten wir eine Baustelle. Mein geisteskranker Kollege, dazu komme ich aber gleich. Ganz entspannt, alles an. Waren wir nämlich dabei, einen Rohrgraben zu ziehen, ja, um Rohre reinzulegen, sagt ja schon der Name, mein Bruder spielt mit seinem Handy, der Hunger. Und dann haben wir Rohre, also habe ich gebaggert so, bo, 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 wie man halt baggert, weißt du, bo, bo, bo. So, und immer beiseite geschmissen und da unten in dem Graben war auf einmal so eine Aldi-Tüte, ne? Und ich diese Tüte mit dem Bagger genommen und sie aus der Schaufel gefallen. Und das Ganze ging 3-4 Mal. Alter, da wurde ich schon richtig aggressiv, Alter. Ich da hingegangen, diese scheiß Tüte genommen, raus aus dem Graben in so ein, ja, wie sagt man, nicht Waldstück, aber wo ein paar Bäume standen, so ein Beet, so, ne? Da so reingeschmissen, boom. Das war so ein dumpfer Aufschlag, dass ich so gedacht habe, irgendwas, Alter, muss da noch mit sein, Alter, das ist so. Hingegangen, mit meinem Kollegen dann hingegangen zur Tüte und dann hat er gesagt, das ist immer schief, wollen wir schlecht Wetter machen, was kriegen wir. Vielen Dank, das war die Show. Da waren Goldbarren drin. 1 bis 10 Gramm Barren, das waren insgesamt 1,7 Kilo und die Polizei, da komme ich aber gleich noch zu, hat uns mitgeteilt, dass es einen Gesamtwert von 46.000 Euro hat. Ihr müsst da mal reinziehen, ihr kommt morgens auf der Baustelle, alle mit der Kippe im Hals, habt keinen Bock auf Arbeit, alle, und dann findet ihr eine Tüte, wo 46.000 Euro drin sind. Alter, sag mal, alle, du fällt mir nichts zu ein. Hab ich zu ihnen gesagt, pass mal auf, nimm mal die Tüte. Diese Tüte nimmst du jetzt, die tust du ins Auto, du hältst deine Fresse, Alter. Ich kenne einen Kollegen, der ist Goldschmied. Alter, und dann machen wir da einen Bahn draus. Und Hälfte, Hälfte, Digga, und fertig ist. Ja. Und er voll am Zittern. Ja, das Gold. Ich sag, ja, entspann dich, Alter. Hast du nicht Gold gesehen oder was, Alter? Ich sag, meine Oma ist Russin, die hat die Zähne komplett aus Gold. Wenn der eine reinklatscht, bin ich Multimillionär. Und dann steht morgen in der Bildzeitung, Multimillionär, weil Oma umgeklatscht. War das so? Er ist zum Auto gegangen, kam 5 Minuten später wieder, hat sich die Schaufel angenommen, hat gezittert, hat sich fast noch in die Hose geschissen dabei, auf jeden Fall hat er immer gebläht, weil er aufgeregt war. Das hat keine 8 Minuten gedauert, Leute, dann kamen die Bullen, weißt du, so ein abgebrochener mit der Glatze und so ein dünner Langer. Hallo, moin, Polizei, ja was, lesen kann ich auch noch, Alter, so eine blaue Uniform da oder was mit 5 Sternen drauf. Das ist klar, dass du nicht von Rettungsdienst bist, du Affe, Alter. Ja, ich habe gehört, ihr habt Gold gefunden. Ich guck meinen Kollegen an und er so, ja, das war ich hab euch gerufen, Entschuldigung, ich war ein bisschen aufgeregt, ja. Ich sag, was hast du gemacht? Ich sag, wen hast du angerufen, Alter? Ich sag, bist du nicht ganz dicht in der Bären oder was, Alter? Ich sag, wir rufen die Bullen, ey. Das heißt immer noch Polizei, ja. Wir machen nur unseren polizeilichen Dienst. Ich sag, Alter, ich sag, du Spacken. Ich sag, wie kann man so behindert sein wie du, Affenkopf, sag ich, Alter. Ich sag, du bist so blöd, sag ich. Da haben wir echt drüber aufgeregt, Alter. Das ist 46.000 Euro. Da kommt der Bulle an, ihr habt ihr hier noch mehr gefunden. Ja, natürlich haben wir noch mehr gefunden, das sag ich dir auch jetzt, du Idiot oder was, Alter. Langt doch schon aus dem anderen Scheiß, Alter, da war ich aggressiv, Alter. Da hätte ich am liebsten ein paar in die Fresse gehauen und hinterher noch vergewaltigt, weißt du das? Dann nennt der Polizist, der eine stolz wie Oscar ist Golf, ja, 10 einmal wiegen wir und dann kriegt ihr Bescheid, ne, euch stehen ja auch Finderlohn zu. Ich sag, was für Finderlohn? Ich sag, das sind 46.000 Euro, scheiß auf den Finderlohn da. Die 3 Mille, da stehen die mal für auf, Alter. Ja, ist gut, ne, ja, Jungs, nichts so ungut. Ich sag zu meinen Kollegen, ich sag, soll ich gleich was in die Fresse klatschen oder was? Ich sag, wie kann man so hohl sein wie du, Alter? Ich sag, erklär mir das mal bitte, wie kann man so dämlich sein wie du? Da sagt er zu mir, pst, sei nicht so laut. Weißt du, was das war? Das war die Mafia. Die hat hier das Gold versteckt, bis wir das nehmen und dann werden sie zu uns gekommen, hätten unsere Familie gelöst. Willst du das? Willst du das? Und zittert mir die Stimme. Ich sag, was will ich? Was für eine Maske in 8 Meter Tiefe? Wo soll die denn hinkommen, Alter? Warum hat den Graben gezogen von 15 auf 8 Meter? Oder du musst doch mal einen Meter weiterdenken. Alter, mein Bruder hat den Tag mehr übergeleistet als er. Das war zu Mittag hart. Er war immer noch so doof wie morgens. Sowas verstehe ich nicht, Alter. Wenn du das Video liest, ich wünsche dir, dass du 15 Jahre Durchfall kriegst, ehrlich. Ein Video liest? Schon wieder auf. Ja, oder das Video hörst. Oder wie auch was mache ich? Weiß nicht mehr. Was? Nee, ehrlich, reden wir darüber auf. Also, Leute, wenn euch das gefallen hat und ihr wieder mehr Baustellen-Stories haben wollt, oder aber ich fick deine Mutter-Geschichten, dann sagt einfach Bescheid, lasst einen Daumen hoch da. Lasst einen Daumen hoch für ihn da, weil er ein Hurensohn ist auch. Das gehört. Dann nehmen wir so Hurensohn werden. So. Tschüss, Leute, vielen Dank. Wollen wir ein Lied singen? Wie schön das. Teach me how to die.